Herzlich willkommen zu meinem Blog. Ihn zum Beispiel habe ich noch nie in real life getroffen, ne? Ihr wisst es, noch nie. Immer nur online, doch, in der Diskothek mal, ne? In der Diskothek. Da haben die Leute ihm von oben so reingeschüttet, ne? Joke. Und ich habe nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Das war, also ich habe gedacht, wirklich, muss ich echt sagen, bei Eli Geller habe ich gedacht, der ist irgendwie arroganter, ne? Arroganter. Wirklich habe ich gedacht, der ist auch, war der gar nicht. Also muss ich echt sagen. Also war ich echt positiv überrascht. Wir gehen mal rein. Ich Teller, ist laut genug? Da sind auch Leute wie Knossi, was weiß ich. Video lauter. Und danach geht's auf den Geburtstag von Zelle, kennt ihr bestimmt. Lasst ein Like da, ihr Lasst ein Abo da, ihr Macht die 15.000 Likes voll. Ich hole jetzt hier die Geller ab und dann fahren wir weiter. Wieder Outfit-Check. Yay. Ich hab dir eine neue Tasche geholt. Ich liebe sie. Um 17 Uhr soll ich ihn abholen. Juppie. Da krieg ich gleich wieder eine Ansage. Schnauze. Eli Geller ist wieder zu Hause. Leute. Es ist wieder 20 Minuten mehr. Auch so ein schöner Junge, gell? Sagt ehrlich, Jungs. Auch so ein schöner Junge, aber unfähig auch in vielen Teilen. Wenn der Insta-Story... Sag nicht, seid ruhig. Hallo. Ja. Und ich, pass auf, guck hin, wie man das macht. Jungs, ich bin hier bei Batman. Einfach rausgeschallert, ne? Jo, geil. Mal auf den zu spät kommen Konto. Ewa. Ewa. Sehr respektlos, sag ich dir ehrlich. Das ist scheiße von dir. Das ist kacke. 17:20 Uhr. Verkehr. Unangenehm. Nein, ist kacke. Wir sind jetzt vor der Mercedes-Benz-Arena direkt. Hier ist der ganze Spaß. Der Geller hat Schluck auf. Und ey, geile Location auch. Wer kennt das in Berlin? Mercedes-Benz-Arena, vorne der Platz. Ultra geile Location. Also sieht aus wie in L.A., diese Arena da. Und in New York, wisst ihr, was ich meine? Ultra krass. Immer wenig Leute da gewesen auf dem Platz. Ich weiß nicht, weil auch wahrscheinlich viel so zu ist und sowas. Aber, Bruder. Und gegenüber die Berliner Mauer, Reste von der Berliner Mauer, da das Wasser. Hey, monstermäßig. Ich habe mich auch mit dem Affen noch getroffen, ne? Von GTA. Super verstanden, Alter. Super, super, super verstanden, muss ich an der Stelle sagen. Das war einfach toll, ne? Filmge 3 Stunden. 3 Stunden, dann ziehen wir verspätet. Ich dachte, das Ding geht 2 Stunden. Ich musste dir 3 Stunden reinziehen, das Ding. Ja, ich guck mir den aber gerne, weil der hat auch Druck. Christian Bale, super Batman gewesen. Christian war gut. Robert Pattinson, bin ich gespannt, was der machen kann. Ja, Robbie ist halt aber mehr, 3 Stunden, mehr für Bruder? Action, ne? Das ist knockig. Hey. Bruder, wer ist hier der Big Man? Wer ist hier der Big Man? 2011 Pokerstar Silver Surfer, ich bin wieder da! Ja! Yeah! Oder diese Jacke von Boss, die habe ich mir erbettelt und ergaunert, ne? Die habe ich mir erbettelt und ergaunert. Ich habe es gesehen bei den OMR-Podcast-Leuten, da war Boss zu Gast. Und sehe den einen mit der Jacke, sag ich, boah, die Jacke. Auf einmal machen die Story-Paket, wir schicken die an Knossi. Oh, Baby! Die Jacke geht gar nicht. Für dich vielleicht, Niklas. Für mich geht die. Niklas, du kannst weiter anders rumlaufen. Ich lauf so rum. Für mich geht die. I love it. Ich mach jetzt schon die Trends für 2025. Paris, Mailand, Amsterdam, London. Jetzt schon. Ich hab's mit Kapi davon gehabt. Kapi sieht die Jacke, sagt, Bruder, diese Jacke, brutal. Ich sag, Bruder, hab ich mir erbettelt. Sagt er, machen die bei dir auch Witze wegen Müllbeutel? Mit meinem Givenchy-Jacke auch? Sag ich, ja, natürlich machen die Witze. Finch Asutia Story gemacht, Müllbeutel. Sag ich, die haben alle keine Ahnung, Junge, Bro. Bruder, Bratucha, die haben keine Ahnung. Wir sind Trendsetter. Sag ich, genau. Hey Mann, ich hab gerade versucht anzurufen, Alter. Knocki, was geht? Die haben seit 2 Tagen nicht geschlafen. Marvin Wildtage. Aber jetzt ist die Frage, wenn können wir ein paar Videos von dir gucken, weil dann wird spätestens einer einschlafen. Vielleicht die bei meinen glaube ich nicht. Knocki, was ist das jetzt, Knocki? Lass ein bisschen beim FIFA-Berieseln. Da pennst du ein, Alter. Guck mal. Tut mir leid, aber... Ja, ich hab zu Eli Geller gesagt. Er so, guckst du mich gar nicht? Ich kann mir das nicht angucken. Nein. Da sagt er, ich guck doch bei dir auch manchmal. Sag ich, ich guck ja auch. Ich bin ja auch bei Sydney, wenn der nachts GTA gespielt hat, bin ich auch drin. Aber ey, FIFA ist nicht mein Ding. Hat er dann verstanden? Sag ich, guck, das langweilt mich. Da pennst du ein. Alter, ja! Oder Ehrlichkeit, ne? Aber wisst ihr, was glaubt ihr, wer mir an dem Abend am meisten auf den Sack gegangen ist? Bei jeder Veranstaltung, wo ich den treffe. Droschke, Alter. Ah, so nervig kann kein Mensch sein, Alter. Und ihr werdet gleich sehen, ihr lebt gleich in einem anderen Klotz. Mir hat's gereicht. Professioneller YouTuber, hab so eine Kamera und ich bin hier mit mir. Das reicht. Low Budget Influencer. An die Schnauze hauen. Da war schon wieder Ende. Es reicht auch mit deinem Scheiß. Immer kommt ja gleich wieder eine Kamera dabei. Kannst du auch einmal normal. Jetzt pass auf. Story bei Ellige. Hallo, hallo. Ja, da. Bruder, das war sein 5. Versuch. Mensch, ich weiß nicht wie.
Wurden eingeladen, um heute den neuen Batman-Film zu sehen. Knocki ist auch hier. VfB Stuttgart. So laufen die Placements. Jetzt so laufen die Placements. Man muss sich das vorher nochmal angucken. Hat er rausgeschnitten, wie ich sag. Ich zeig euch mal, wie man das macht. One-Taker. Hat er rausgeschnitten, damit er nicht dumm aussieht. Klar. Respekt. Eins in Chat. Würde ich auch machen. Sydney FK, okay. Ey, Boys, ich bin eingeladen. Das ist das Batmobil, Junge. Klimazrat. Guck dir an, die haben's gebaut. Ich bin beim Screening vom neuen Batman-Film. Die Fußballer sind auch da. Die Bros vom HSV, wir sind alle am Start. Das Geile ist, das ist ein Screening. Wir werden jetzt schon... Was ist das? Es wird krass, Batman! Das ist das längste Placement aller Zeiten. Ach du Kacke. Knocki! Bruder, Klimansland hat einfach... Hat das Batmobil, und das ist das Batmobil aus dem neuen Batman-Film, so krass. Der hat den Auftrag gekriegt, das nachzubauen. Warner hat dem im Auftrag gegeben, bau uns das Batmobil. Und der hat das Batmobil einfach gebaut, Alter. Und das ist original wie im Film. Also, ihr denkt Batmobil, früher habt ihr anders Erinnerungen, aber das neue Batmobil ist genau das. Mit Feuer, mit allem. Ja, ernst, der hat das gebaut aus einem Manta. Hab ich gesagt, oh, pisst ja die Manta-Fans. Ihr habt einen Manta zertrümmert, Alter. Wir haben schon in Foren gelesen. Bruder, ihr wisst Manta-Fans, ihr wisst. Das ist Alfie Hardcore von DSDS. Yeah. War auch da! Das ist Alfie Hardcore! Alfie Hardcore! Yeah! Alfie Hardcore! Irgendwie mag er mich nicht. Warte doch mal. Alfie Hardcore! Genau. Wicked! Ich sag euch mal eins, wer kennt ihn? Wer kennt ihn, Chat? Der war früher bei DSDS, der ist eine Legende aus dem nicht Trash-TV, wie kann man das nennen? Aus dem RTL-Kosmos, ne? Und wisst ihr, was ihn so sympathisch gemacht hat? Muss ich ehrlich sagen. Der ist da hingekommen. Nicht, weil er sagt, ey, ich will hier auch, ich bin Alfie Hardcore. Sondern er ist da hingegangen. Ich kann euch hier zeigen, der hat mir einen Umschlag mitgegeben. Einen rückfrankierten Umschlag. Kann ich bitte ein Autogramm haben? Kannst du mir eins schicken? Sehr, sehr sympathisch, ne? Jungs, oder? Sowas immer. Kriegt man in letzter Zeit häufig, dass Leute dir auf der Straße so einen Umschlag geben. Ist ein gutes Ding, weil ich habe meist keine Autogrammkarte dabei. Sehr, 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 sehr schlau, einem einen Umschlag einzudrücken, weil die kommt, da kommt, die nehme ich immer mit und da kommt immer was geschickt für euch, ne? Wicked, stimmt. How much is a fish? Yeah, Alfie Hardcore. Yeah. Alle! Yeah, Alfie Hardcore. Ich sage euch auch eins, alle haben ihn gekannt, außer Ellie Geller. Der hat ihn nicht gekannt. Good. How much is the Tisch? Wicked. Da waren wir DSDS. Weißt du das? Wie weit ist er gekommen? Weißt du es nicht? Kennst du ihn? Ich kenn ihn. Ich kenn ihn. Gende, ja. Kennst du ihn nicht? Ja, ich kenn ihn natürlich. Einmal war ich da. Hey, wieso kennst du ihn nicht? Dieter Bohlen, Digga. Sidney sagt mir gar nichts. Sidney Omar. Sidney FK? Musst du auch nicht kennen. Vom HSV? Vom HSV. HSV-Spieler, ja. HSV. Ich hab leider 3-2 verloren. Leider. Aber ich hab Tor gemacht. Was? Er greift direkt rein, HSV-Spieler. Achtung! Er greift direkt rein. Ich hoffe, man sieht es jetzt auch. Da hole ich aber auch ein Autogrammchen. Da nehme ich aber auch ein Autogrammchen mit. Ja, Alfie, mein Lieber. Hab ein Tor gemacht. Oh, da müssen wir ein Tor machen. Ja, ah, Foto. Freilich. Machst du von uns eins? Lachen, Weekend. Ja, wunderbar. Freilich geschafft. Und? Ist gut geworden? Kannst du noch eins machen? Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Soll ich machen? Ein Bild, ja. Pass auf die Kappe auf. Oh. So ein Süßer. Wicked. Das ist Hamburgs neue Zukunft. Welche Position spielst du, glaube ich? Ah, das ist super. Ja, das ist gut. Sag mal. Na, im Sturm nicht, glaube ich nicht. Groß, athletisch. Haben lang. Haben drei Beine? Hast drei Beine? Naja. Verteidiger auch nicht. Richtig. Doch, Innenverteidiger. Innenverteidiger. Aber manchmal auch aus Verteidiger. Naja, aber auch manchmal auf der 6. Hast du eigentlich auch Autogrammkarten? Nee, leider nicht. Da. Leider nicht dabei. Da leider nicht. Auf Rotzeppel so. Da wollte er schön den Umschlag. Hast du eigentlich auch Autogrammkarten? Alter, ich hab den so geliebt, Junge. Ich hab den so geliebt. Hast du noch ein anderes Outfit dabei? Wie findest du die Jacke? Ach, was? Die ist nice. Gell? Die ist ein bisschen flashy, so overstyled. Oh ja, erzähl mir mal ein Outfit. 700. 700? Schuhe? Weiß ich nicht, was kosten die? 40. Supreme, Nike, was kosten die, bla? Ah, nee, warte mal, hab ich von, muss ich an der Stelle, Crops München, haben die mir Crops besser lassen. Hab ich so bekommen, ja. Ja, Placement. Auch bei der Jacke, muss ich ehrlich sagen, die habe ich mir auch erbettelt. Ich habe unter dem Bild gepostet, braucht die Jacke, hat er einfach geschickt. Nicht, dass ich ja den Dicken mache. Also hab ich von Wadi Tim damals auch. Ich habe eigentlich gar nichts gekauft. Das will ich neben dem Bild. Stimmt, Alter, ich gehe nie einkaufen. Ich habe einfach, ich habe das letzte Mal, hab ich eingekauft bei H&M. Als ich bei Duell um die Welt, ich gehe nie Kleider kaufen. Ich habe aber auch wirklich, wem fällt's auf? Ich habe halt nur 4 Hosen oder so im Schrank, ne? Weil die mir Nico schickt, kann ich immer nicht anziehen. Also Jogginghosen, meine Sachen trage ich ja immer. Das, was mir Nico schickt, was mir Freunde schicken, trage ich immer. Ich weiß immer nie. Weißt du, was ich meine? Ich trage am liebsten meine eigenen Sachen, ne?
belassen. Ich will halt einfach für Fotos. Später wird mein Sohn die Fotos sehen, auch mal anders ausgesehen haben. Hast du nicht gesagt, du willst in der ersten Reihe sitzen im Kino? Müde, Alter. Mach mal. Oh. Bist du nicht so ein Erste-Reihe-Sitzer? Meinst du? Wieso sitzt du erste Reihe? Ich sitze immer vorne. Reihe 4 ist bodenlos. Kriegst Nackenschmerzen. Gott sei Dank, vorne. Nee, Digga. Man siehst du keinen. Eli. Nice. Guck ihn dir an. Hä? Aber die ist auch komisch. Was ist denn das? Ich glaube, du musst ihn über den Kopf ziehen. Hä? Ah, wir sitzen doch hinten. Nein, nein, erst mal das. Super. Schade. Weiß ich nicht. Lass ich Knossi will in der ersten Reihe sitzen. Erste Reihe. Oreo, sponsert das Ding. Wir haben jetzt hier noch Picks gemacht mit Knocki. Der hat einen richtigen Schaden, Leute. Was? Richtigen Schaden? Weil ihr alle gleich seid. Richtig. Und hier gibt's gratis Oreos, Leute. Ich werde mir so viele mitnehmen fürs Kino. Wollen gehen die Oreos? Direkt in die Plauze. Lass es. Sidney, langsam musst du ein bisschen Du hast safe mehr Bauch als ich. Nein. Doch. Sidney, wirklich, also Real Talk, das ist schon ein bisschen weg. Auf. Ja, wir können hier einfach von Practice nehmen. Ja, cool. Alles war umsonst, Alter. Das war auch... Ich hab's geliebt. Du gingst ran an den Tresen. Jungs, Popcorn. Getränke für alle. Was nehmt ihr, wenn ihr ins Kino reingeht? Ich habe mir ein Liter Becher genommen. Ein Liter Becher. Schön voll. Dann hatten sie diese Refill-Automaten im Gang. Wer kennt die? Die wie bei Five Guys stehen. Wo du reingehst. Und dann gibt es dort so abgespacede Sorten. Mezzomix. Warte mal, was gab's? Mezzomix Zitronen. Knossi, entbanne mich mal. Es gab Coca-Cola, Cherry. So. Kennt ihr das? Da ist Schlümpfe drin. Hey, die haben keinen Jackie Cola. Schade. Jackie Cola nicht da? Nee, das müssen die bezahlen. Also Popcorn. Ah, ich nehme einmal die Chicken Strips. Die werden nicht mehr bezahlen. Also Popcorn und Nachos. Dann nehme ich doch keine Chicken Strips. Nee, Jackie Cola habt ihr nicht. Jackie Cola habt ihr nicht. Hat einer die Ron Belecki alle. Ich finde, Sidney sieht immer irgendwie lost aus und immer auch so dumm. Und auch besoffen und wie so ein kleines, besoffenes, dummes Kind. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, wie du aussiehst, so voll komisch. So, er hat gerade seine Nachos abgegeben und hat dann gesagt, ich habe ein Problem und ist dann einfach weggelaufen. Wo sind wir, Reihe? Mein Schatz? Okay, Jungs, jetzt bitte, hey, ihr habt Verständnis. Irgendwann, ihr habt vieles nicht mitgekriegt, aber irgendwann reicht's mir auch. Irgendwann platzt mir auch der Kragen, ihr kennt mich. Hier, komm, mein Engel. Hier sind unsere Plätzchen. Knocki. Wenn jetzt hier wirklich bei öffentlichen Kinos, wenn Leute rumschreien, dann kriege ich immer Nerven zusammen oder reden in einem Film. Da hast du den richtigen neben dir sitzen, nämlich mich. Ja! Wenn die das jetzt hier auch machen, dann raste ich aber wirklich aus. Was der Mann die ganze Zeit machen wird. Du wirst richtig laut sein bestimmt. Nein, ich liebe Batman. Kann zwischendurch so, du musst jetzt mal die Kamera da so... Euch werfe ich auch... Du schmeißt mit Popcorn! Hör zu! Seit wir in dem Kino sind, schmeißt er mit Popcorn! Er hat die ganze Zeit mit Popcorn geschmissen. Auch Finch sagt zu ihm, Alter, was soll das? Meinst du, du tust den Putzfrauen was Gutes? Du denkst doch auch, du bist der Witzige. Und dann schmeißt er wieder mal auf mich. Laut sein bestimmt. Nein, ich liebe Batman. Ja, kann zwischendurch so, du musst jetzt mal die Kamera da so... Euch werfe ich auch nicht. Guck, ich schwör. Ich schwör leider das ganze Ding. Wenn du mit deinem Maul hältst, kriegst du von mir einen in die Schnauze rein. Ich sag's dir ohne Scheiß. Ich sag's dir einmal, machst du das nochmal, knallst. Oh, oh. Du Witter. Oh, oh. Witter ist Bad. Arschleck, krieg da in die Fresse rein. Puls, hä? Komm, wir merken gerade, wie alt er ist. Ich diskutiere nicht mehr. Dann krieg da in die Fresse rein. Ich sag dir wirklich ohne Scheiß, in dem Moment Finch hinter mir. Wow, Alter, Respekt. Genau richtig. Die Nervensäge, die überall auftaucht, die Leute plagt und terrorisiert. Jeder Veranstaltung, das erste Knossi ist da, mach die Kamera an. Deine Fresse, Alter. Ich bin nicht dein Zirkuspferd. Da ist er ruhig auf einmal, Trosch. Guck mal da hinten. Nix mehr. Dein Gast. Knossi. Ich sag 34. So, was sagst du, wie alt er ist? Ich sag, du? Ich bin 24. Das ist richtig. Echt? Und ich? 22. 23. Okay, jetzt rat du, wie alt Knossi ist. 36? 35? Jetzt richtig. Bin ich klein. Wirklich? Richtig. Oha. Ich wollte 29 sagen. Und er meint davor 40. Nein. 29 Jahre jung siehst du aus, Knossi. Ihr seid meine Söhne. Weiß ich nicht. Vom Gefühl her seid ihr wie meine Kinder. Das weiß ich auch nicht. Wie? Dann ist das schon. Ey, ist es wirklich so? Ja! Ey, ganz ehrlich, weißt du, du bist mit den jungen Influencern, ne? Ey, Bro, ich bin noch nicht lange, ich mach das ja auch noch nicht so lange, aber du bist mit den, die sind ja, weiß Gott, viel jünger als ich, ne? Mindestens 7, 8 Jahre. So, man ist ja anders aufgewachsen. Bei mir waren Chupa Chup Caps,
Bei denen waren Pokémon-Karten, ne? Weil, wisst ihr, was ich meine? Ich hatte immer das Gefühl, ich bin verantwortlich für die Jungs. Ich habe da so einen Vaterschaftskomplex. Ich habe auch immer geguckt, geht's denen gut und so. Popcorn. Dann hat mir mein Sohn Sidney von rechts auf einmal: Popcorn, willst du auch Popcorn? Nein, das ist gut, ich habe auch eine Schale. Und ich habe immer geguckt, also wirklich, dass allen gut geht. Habe mich auch ab und zu umgedreht zum Opa Finch, muss man an der Stelle sagen. Zum Opa Finch, habe gesagt, und, Film gut. Und er: Wunderbar, ich gucke immer rechts, rechts. Und Aaron Troschke war nur noch so, den ganzen Tag, der hat nichts mehr geredet. Halt da einfach mal dein Maul. Gut, ich will es jetzt auch nicht weiter ausbauen, dass ich mir einen großen Namen gemacht habe, auch in Berlin, Berlin drumherum, in ganz Deutschland, dass man sich besser, don't fuck with the best. Wie besonders es ist, dass wir heute alle diesen Film sehen. Und beispielsweise ist sie erst morgen. Ganz lieben Dank für diesen Film. Und für Hinten sitzen einfach die Asozialen, ne? Hinten. Das ist so geil. Das ist cool. Was machst du, Junge? Die Story-Legende. Sieht man, dass ich das war? Natürlich. Guck mal. Zeig mal. Das war ein geiler Kilo ab. Idiot. So ein Idiot, wirklich. Wie gerade soll man machen, geiler Kinoarm. Alter, ganze Teppich versaut, alle gucken. Knossi, schreien die Leute. Ey, ich war's nicht. Man sieht's in dem Clip ganz klar, wer war's. Schön, dass auch, weißt du, Ellie Geller zu mir kommt. Knossi, wir gehen, ciao. Sidney, meinst du, er ist zu mir gekommen, hat Tschüss gesagt? Nee. Ich finde, Tschüss sagen macht man, nicht einfach abhauen. Ich bin schnell weggerannt und so getan, ob Knossi das war. Und das ist die Kunst dabei. Wer war das gerade? Knossi. Genau. Was hast du da genau? Oder diese Mitläufer, kennst du die? Diese Mitläufer, Alter, das... Ja, das ist die Kunst dabei. Wer war das gerade? Da sieht man aber auch, sind keine Zuschauer von mir. Sind keine von mir. Dieses Mitläufervolk. Wenn ihr Influencer vor ihnen steht, natürlich er. Fürchterlich. Genau. Was hast du da genommen? Hey, was hast du da genommen? Was ist das? Alles leer. Ellie hat zu scheiße am Arsch. Du stinkst nach Scheiße. Aber sie stinkt so ekelhaft, ne? Ey, wenn jetzt auf den Tisch... Okay, da war ich nicht mehr dabei. Da habe ich nichts mit zu tun, ne? Wir gucken es trotzdem zu Ende, komm. Ohne reden. Kacke ist Ellie. Ach so. Damit wir ihn auch besser kennenlernen. Du warst schon 0.40 Uhr und ich werde alle 5 Minuten angerufen, wo ich bin. Medi und so sind auch alle da. Aber ja, Bidell, schau mal kurz, was er macht. Ich mag Orange. Yes, Baby! Peinlich, was der da macht. Hi, Knossi. Kannst du den Film empfehlen? Will den auch gucken gehen mit Kollegen? Jetzt wird's nochmal interessant. Peinlich, was der da macht. Haarspray. Hi, Zelle. Mir geht's so perfekt. CP, Arschloch! Tony, was geht auf? CP, was geht hier? Mein Bester. Auch an der. Zelle, dir geht's gar nicht gut. Mir geht's gar nicht. Ist die Freundin von Medi, hä? Weil die sehe ich in meiner Instagram-Story, oder? Ist die Freundin von Medi? Ah, da ist mich täuscht. Ich hab mal ein... Okay, ich hab mich getäuscht. Okay. Hätte ich gedacht... Ja, okay, Entschuldigung. Ich hab nur gedacht, blond könnte sie sein, weil beide im gleichen Raum sind, ne? Perfekt, ey, jetzt absolut. Also, Karl hat auch gesagt, ja, dass du... Wirklich, ihr seid überrascht. Habt ihr mal die Deko hier gesehen? Super, wundervoll. Hast du heute Geburtstag? Nein, hast du nicht. Ich hab immer noch Geburtstag. Du hattest irgendwann mal Geburtstag. Ey, doch, du bist der Beste und wir haben heute auch schon geschrieben. Und ich werde am 2.4. werde ich da sein. Sie wurde am Kuhdamm abgezogen. Wie kann dein Auto am Kuhdamm in mein Auto wurde eingebrochen. Meine Prada-Tasche geht geklaut. Prada-Portemonnaie plus Geld und Karte. Das ist Quatsch. Meinst du, ich bin... Wer so viel rumschleppt, da hat's keinen Arm getroffen. Nicht so schlimm. Papa zahlt neu. Papa kauft neu. Weine nicht, mein Kind. Mir geht's absolut perfekt und ich werde mir heute richtig einen reintrinken darauf. Zelle zeigt mir gleich ihr zweites Outfit. Das ist mein erstes. Hast du mein erstes schon präsentiert? Ist schwer. Zeig mal. Haben die das Handy hergeholt, mein lieber Freund? Das hast du mein erstes schon präsentiert? Hallo? Ist schwer. Kann ich mal komplett auf. Alles gut. Das ist schon die Hälfte. Hä? Wie schnell ging das? Wir hatten da unten eine Tasche. Der Tisch ist einfach... Ja. Die Junge, kennst du das Zwischenstudien? Doch, das habe ich gesehen in deiner Story. Ihn kenne ich, Alter. Wo war ich mit ihm? Bei Xata! Im Köftedönerladen! Richtig! Jetzt weiß ich's wieder. Wunderbar. Aber ist auch Peace gegen Mädchen. Und Bilu Dance. Meine Freundin, aber wirklich ohne Scheiß. Was sind das für Kleider? Aber ist auch Peace. Was sind das für Kleider? Gott sei Dank habe ich keine Tochter. Was ist das? Das sind doch keine Kleider mehr! Was ist das denn? Wie viel Stoff ist das denn? Ist doch nicht normal! Ja. Und Bilu Dance. Noch mit dem Mund so hässlich. Guck mal auf deinen Mund.
Das ist ein Basketball, Leute. Hab alles im Griff hier. Oh, Orange Morange. Hat sich gemütlich gemacht. Oh. Ist da los? Wie, ich sollte häufiger mal mit den Jungs unterwegs sein. Ich mag die beiden einfach. Vom Charakter her. Nicht von dem, was sie tun und sowas. Ich mag die Boys. Gute. Ist das Orange Morange seine Frau? Oder wer ist das? Oder für heute Abend eine? Ja, ist seine Freundin. Offene Beziehung. Juhu, ja. Bist du scheiße, ich hab Sydney seine Drecksnummer nicht. Soll ich mal angerufen, warum ich nicht eingeladen bin eigentlich an den Abend? Ja. Orange Morange. Hat sich's gemütlich gemacht. Oh. Das ist super, Zelle. Stark. Super. Stark. Super. Super. Sie macht mir Angst. Doch schreit, was ich will. Ey. Superzelle! Yes, baby! Yes, baby! Okay, danke. Was erinnert mich das? Erinnert mich wirklich an diese US-Filme. Wer kennt die noch aus meiner Generation? American Pie! Sag ganz ehrlich, es fehlen nur diese roten Plastikbecher, ne? Oder das ist eine US-Style-Party. House-Party. Project X. Genau. Kann aber auch, und schreiben auch einige, kann anstrengend werden, so, weißt du, was ich meine? Du musst den Film fahren, du musst den Film fahren in hier, in dem Laufhaus. Wenn du da nicht wirklich mit dabei bist und Verständnis zeigst, ne, wird so ein Laufhausbesuch zum absoluten Albtraum. Ich gehe schlafen. Ich habe nicht so viel gefilmt, ich hatte keine Lust, aber ich habe nochmal Nudeln bestellt und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn es wieder... F an den gefallenen Bruder, er geht heute allein nach Hause. Alhamdulillah, schade, 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 schade. Heiß, ich will mit dir mitgehen. Ah, nee, Entschuldigung, doch nicht. Er hat noch jemanden gefunden. Es gibt immer diese Reste-Ecke. Einen hat er noch gefunden. Daumen hoch für unseren Bruder, Sid. Willst du mit mir mitkommen? Ja, will er. Ich will mit dir mitgehen. Mach da! Ich will mit dir mitkommen. Mann, keine Ahnung, Mann. Ja, da freut sich einer. Zu Recht. Hat da noch geklappt, ne? Hat da noch geklappt, mein Lieber, ne? Wunderbar, wunderbar. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Wunderbares Video, Alter. Junge, Junge, Junge. Ah, ich hab schon kommentiert. Hoffentlich bald wieder Kino mit meinen Söhnen. Ich hab schon kommentiert. Warte mal, falsch geklickt. Entschuldigung, Jungs. Kann passieren. Passiert mir manchmal. Hoffentlich bald wieder Kino mit meinen Söhnen. Ha, Knossi, eher Opa. Leute, wer ist dieser Typ von DSDS? Da, cooler Typ, ja. Knossi immer vorne im Kino, hinten nie. So schnell ändert sich die Welt. Ja, was soll ich tun? Gut, Ladies and Gentlemen, dann haben wir es doch mal wieder geschafft. Geil. Folge.